Wie geht es mit dem Licht? Das ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, sowohl in meiner Online-Akademie als auch in der Masterclass, die ich anbiete. Wie geht das mit dem Licht? Wie können wir eine Lichtwirkung in unseren Bildern erreichen durch Farbe, durch Komposition, durch Kontraste? Licht übt einfach eine wahnsinnige Faszination aus, und wenn von einem Bild eine Lichtwirkung ausgeht, dann empfinden wir es einfach als wahnsinnig anziehend. Und das, was uns am meisten nervt, ist, wenn unsere Farben stumpf sind, wenn das Bild nicht leuchtet, wenn die Farben nicht wirklich strahlen. Und dazu möchte ich gerne ein kleines Video machen, da in YouTube die Videos immer sehr kurz sein müssen, kurz und knackig, weil sonst guckt sie keiner an, werde ich dieses Video wirklich ganz kurz halten und dir an einem Beispiel zeigen, dass es etwa zwei grobe Richtungen gibt, also große Richtungen in der Malerei. Und zwar einmal die tonale Malerei und einmal die chromatische Malerei. Und zwischen beiden gibt es natürlich unendliche Überschneidungen, Überlappungen, Variationen ohne Ende, aber die Unterscheidung in tonal und chromatisch hilft einem schon mal zu verstehen, um welche Kontraste es geht. Ich nehme als Beispiel für dieses Video ein Bild, was ich in meinem Wohnort gemacht habe. Und zwar ist das auch ein Ort, den August Macke besucht hat. Es ist nämlich die August-Macke-Stadt Kandern. Und hier gibt es auch einen August-Macke-Rundweg, wo man die Stationen nacherleben kann, also die Blicke nacherleben kann, die er in den 10er Jahren des letzten Jahrhunderts gemalt hat, also 1911, 1913. Er hatte eine Schwester, die hier lebte, und deswegen war er öfters hier in Kandern. Und ich werde dir anhand dieses Beispiels eines berühmten Bildes von August Macke zeigen, wie dieses Bild oder dieses Motiv sowohl in der tonalen als auch in der chromatischen Malweise umgesetzt werden kann. Du siehst links das Motiv, das ist die Museumsgasse, das ist genauso, wie es damals auch war. Da hat sich eigentlich 0, nichts dran verändert, und das ist doch auch irgendwie eine, ja, es ist irgendwie bewegend, dass sich etwas auch gar nicht verändert in einer Welt, die sich so viel und so rasant verändert. Und jetzt möchte ich dir kurz zeigen, ich male nicht vor der Kamera, weil das dauert einfach viel zu lange. Das würde jetzt ein Workshop werden, der etwa eine Stunde geht oder 40 Minuten. Ich habe diesen Workshop übrigens auch aufgenommen für meine Online-Akademie, für das Kunstabo, weil ich dort meinen Mitgliedern ganz detailliert auch Schritt für Schritt zeige, wie ich daran gehe. Aber für dieses YouTube-Video soll es einfach an der Information erstmal reichen. Und wenn dich das neugierig macht, wenn du mehr wissen willst, wenn du Lust hast, ja, tiefer in diese Materie einzusteigen, dann kannst du einfach unten unter dem Video und dem Link in den Beschreibungen anklicken, Online-Akademie, und kannst dich einfach mal darüber informieren. Dort stelle ich eigentlich mein ganzes Malerwissen zur Verfügung und begleite dich auch ganz persönlich auf deinem Weg. Also ganz kurz, um dir das zu erklären. Die erste Ebene, ja, der Bildgestaltung, das ist das Hell-Dunkel. Das siehst du hier in der ersten, ich tue die mal eben weg, das siehst du in dieser Skizze, ja, das ist also eine Schwarz-Weiß-Skizze mit drei Tonwerten, das Schwarz, das Grau und das Weiß. Dadurch kannst du das Motiv darstellen, sodass es wiedererkennbar ist und dass der Bildraum auch organisiert ist. Diese Einteilung gibt dir eine Orientierung für deine Komposition, und hier kannst du immer auch noch etwas verändern. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass dieses genauso aussehen muss wie dieses Fotomotiv, sondern der Künstler verändert das, so dass es im Bild gut aussieht. Weil nicht jedes Foto ist ein gutes Foto. Also was man an meinem Foto zum Beispiel sieht, das ist kein tolles Foto, das ist einfach ein Schnappschuss. Und was ich machen muss, wenn ich daraus ein Bild machen will, ich muss das noch ein bisschen zurechtrücken. Und so hat das auch August Macke gemacht. August Macke hat übrigens kein Foto gemacht, er hat wahrscheinlich genau da gestanden oder er hat eine Skizze gemacht und hat das dann später gemalt.
Also das ist die erste Ebene und du siehst, das, was das Bild abbildet hier, also den Bildgegenstand abbildet, das sind ganz allein die Tonwertkontraste. Die Tonwertkontraste, das sind die Kontraste zwischen dunklem und hellem. Und da gibt es eine Bandbreite, natürlich unendliche Bandbreite von Tonwertabstufungen, aber normalerweise benutzt der Maler in etwa 10 oder 11 Tonwertabstufungen, mit denen er sein Bild organisiert. So, das kann ich übrigens auch in sehr klein machen, und auch relativ schnell machen, also in Form eines Thumbnails. Das sind diese kleinen Skizzen, die höchstens so 10 cm groß sind und in denen man das Bild erstmal plant, ja, sich erstmal eine Vorstellung davon macht, wie das Ganze zusammengesetzt ist. So, und jetzt ist es interessant. Jetzt möchte ich dir zeigen, also das habe ich in meinem Video-Workshop gemalt, um zu demonstrieren, was der Unterschied ist zwischen der tonalen Malweise und der chromatischen Malweise. Dieses hier ist die tonale Malweise. Da geht es vor allen Dingen darum, die Tonwertkontraste zu benutzen, um Licht und Schatten zu erzeugen. Das heißt, ich habe hier Schatten, ich habe hier Licht. Ich versuche überall Licht und Schatten, wo es mir möglich ist, zu verstärken, damit ich eine Suggestion von Licht erzeuge. Da ist es natürlich immer hilfreich, man hat ein Motiv, wo tatsächlich auch Schatten zu sehen sind. An einem Tag, der bedeckt ist, grau ist, hast du nicht mehr starke Kontraste. Und dann wirkt ein Foto flau und auch eine Malerei wirkt flau, wenn sie keine Kontraste hat. Aber du kannst ja auch, das ist das Gute beim Malen, sehr viel erfinden. Das heißt, du kannst immer von einem schlechten Foto auch ein gutes Bild machen. Also dieses ist die tonale Malweise, die spielt vor allen Dingen mit Hell-Dunkel-Kontrasten, nicht so sehr mit Farbkontrasten. Du siehst ganz krass den Unterschied zwischen diesen beiden Darstellungsformen. Oberflächlich betrachtet würden wir sagen, dieses ist schön bunt und dieses ist nicht ganz so bunt. Aber du siehst, das sind einfach auch unterschiedliche Möglichkeiten, die du hast. Es gibt Maler, orientieren sich eher an der Hell-Dunkel-Malerei. Das ist übrigens auch die klassische akademische Malerei. Die traditionelle Malerei ist eher eine tonale Malerei und die moderne Malerei ist eher eine chromatische Malerei, ja? Und hier siehst du, dass die Farben bunter sind und dass weniger Weiß benutzt wird, weil je weniger Weiß du nimmst, und das ist eigentlich so ein, ja, so ein Kunstgriff oder einfach ein Trick, sage ich mal, wenn du weniger Weiß in die Farben hinzufügst, dann sind sie gesättigter. Und je gesättigter eine Farbe ist, desto mehr Leuchtkraft hat sie. Nun ist es so, dass man auch so ein Bild wie orchestrieren muss, denn sonst sieht es aus wie im Spielzeugladen. Also wenn du alle Farben nur bunt aus der Tube nimmst, dann würde sich keine Farbharmonie ergeben. Und deswegen braucht es für diese Art von Malerei auch ein Wissen über die Farbharmonien, also darüber, wie sich Farben miteinander verstärken und wie ich sie hervorheben kann. Also wie ich die Leuchtkraft von diesem Blau zum Beispiel hervorheben kann durch die Nachbarschaft. Und das ist ganz, ganz wichtig. Hier bei dieser Malweise musst du durch Erfahrung und auch ein bisschen durch Wiederholung üben, wie diese Farbkontraste miteinander funktionieren. Und ja, das wollte ich dir eigentlich in diesem kurzen Video darstellen. Also einmal die tonale Malweise, die schafft Licht und Schatten durch Hell-Dunkel-Kontraste. Also basierend auf einer einfachen Skizze wie dieser hier kannst du Licht und Schatten hervorrufen im Bild. Das ist die klassische Malweise. Und dieses hier ist eigentlich eine Malweise, ja, wir sehen ja auch, das hat einen expressionistischen Touch und die Expressionisten haben genau das eigentlich ja, hineingebracht in die Kunst, dass sie die Farben
in einer höheren Sättigung genommen haben. Die haben ja oft dann auch noch Linien gesetzt, schwarze Linien, um die Farbflächen noch mehr voneinander zu trennen. Genau, und zwischen den beiden gibt es natürlich Überschneidungen und kann man variieren. Man kann im Bild auch mal so und mal so malen. Also ich wollte dir das einfach nur mal darstellen, damit du einen Überblick hast und vielleicht eine Antwort auf die Frage hast, wie kriege ich Licht in meine Bilder? Du kriegst Licht einmal über die Tonwertkontraste in dein Bild und einmal über die Farbkontraste. Und das zusammen, diese sind jetzt nur Farbskizzen, aber daraus kann sich ja, dein Bild entwickeln. Ja, ich hoffe, dir hat das einen kleinen Überblick gegeben und es hat dich neugierig gemacht. Ich kann dir versprechen, wenn du da einmal Lunte gerochen hast mit diesen Farbkontrasten, dann ist es eigentlich völlig egal, was du malst. Denn dann betrittst du das Geheimnis der Farbe. Dann beginnst du Farbe wirklich zu verstehen. Und das sind eigentlich zwei Regler, die du immer wieder beobachten musst. Einmal den Helligkeitswert der Farbe und einmal den Sättigungsgrad der Farbe. Und zwischen diesen beiden Polen, ja, da findet die ganze Magie der Malerei statt. Wenn du Interesse hast, mitzumachen beim Kunstabo oder wenn du sogar so einen Hunger hast nach Malerei, dass du die Masterclass mitmachen möchtest, dann gib mir einfach eine kleine E-Mail. Unten in der Beschreibung siehst du all meine Kontaktinformationen und dann freue ich mich, dich kennenzulernen. Bis bald. Tschüss.